Also Sarah Wagenknecht ist, oder eine Wagenknecht-Partei ist in erster Linie für die linke Partei eine Gefahr, die ja jetzt schon an der 5%-Hürde kratzt. Aber nochmal zurück zu den Umfragewerten. Das ist natürlich momentan alles Theorie und eine Momentaufnahme und bildet auch nur das Potenzial ab. Frau Wagenknecht wird sich mit der Situation konfrontiert sehen, dass es für so eine Partei nicht nur Häuptlinge braucht, sondern auch Indianer, also auch Basisarbeit und ein griffiges Programm. Und das ist momentan noch nicht erkennbar. So sehr ich Frau Wagenknecht auch persönlich schätze, auch in ihrer, sag ich jetzt mal, Positionierung in der Corona-Maßnahmenpolitik und auch im Ukraine-Krieg, muss man sich darüber natürlich auch im Klaren sein, und das werden sich dann eben auch die Wähler, dass jede Spaltung des regierungskritischen Lagers die AfD von der Regierungsbeteiligung abhalten soll. Und sobald es jedem klar geworden ist, dass Frau Wagenknecht, und ich wünsche ihr trotzdem viel Glück und Erfolg dabei, mit ihrer Partei das Lager spaltet und damit eigentlich eine willige Erfüllungsgehilfin ist für die Ampel als auch für die CDU, da glaube ich, hat sie ganz andere Umfragewerte.